Ja, also Willow Street ist angesagt, würde ich sagen. 006, alles klar. Da muss ich echt sagen, also GUI-Design haben die hier nichts von weg. Das ist alles scheiße. Entschuldigung, das war aber schon immer so. Das ist jetzt nicht jetzt, jetzt so. Während der Jagd entkommen, EMF-Messgerät und Bewegungsmelder. Alles klar, alles klar, alles, alles, alles klar. Bin zu blöd, den Shop zu bedienen, Alter. Das ist schrecklich. Ah, Alter, das ist Performance. Aber ist kein Problem. Meistens haben die am ersten Tag Probleme. Da kommen noch Hotfixes und alles. Es wird jetzt noch alles hier eintrudeln. Hallöchen! Jemand zu Hause? Ein Brecher. Da ist ein Versteck, na immerhin. Ouija Board ist ein gutes Board. Ouija Board. Ghost Field Meter. So ein K2 Meter oder EMF5, hier den EMF Meter, den wir normalerweise benutzen. Das ist ein ganz, ganz gängiges Gerät. Die funktionieren immer klasse. Mein Vater ist ja auch Elektriker. Der kennt die Dinger also. Der hasst die Dinger. Man benutzt sie ja eigentlich, um Stromleitungen in Wände zu finden und so, ne? Aber der zeigt dir alles an, aber nicht das, was es soll. So, Zweier. Wie komme ich jetzt am besten da drauf? So. Das nennt man wohl ein Handjob, glaube ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du hier bist. Das ist natürlich super cool. Da ist nämlich ein Hiding Spot. Das ist nämlich noch schöner. Ich komme gleich wieder. Haben wir hier einen Hiding Spot? Nö, aber wir können uns notfalls hier hinter verstecken. Ist nicht ideal, aber klappt im Notfall. Wir können dann nochmal gucken, ob der Keller einen Hiding Spot hat. Normalerweise, Profi, haben wir so drei Stück. Guten Tag, Mrs. Puppe. Den hätten wir. Der ist nicht 100% sicher, aber er funktioniert. Das hier wäre der beste hinter dem Mülleimer. Schade. Na schön. Wir wissen, wo der Geist ist. Das heißt, wir können jetzt unser Setup da aufbauen. Und dann einfach mal schauen, was da so passiert. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Ich mag tatsächlich voll gerne Käsebrote. Da fällt mir ein, ich habe noch gar kein Brot gegessen heute. Das muss ich gerne machen. So, nehmen wir mal da Mitte. Nehmen wir mal das bitte und das bitte. Ich trinke auf euch. Zwei schönes, koffeinhaltiges, zuckerfreies Erfrischungsgetränk. Okay, warten wir mal kurz ein bisschen. Da ist ein Orbi-Orb. Wir sagen einfach, das ist eine Webcam, oder? Warte mal eben. Geht das? Ich glaube, die Cam ist ins Nirvana gepustet, da ist sie. So. Minustemperaturen, sehr schön. Müssen wir noch machen. Bewegungsmelder. Gut. Gott, 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 Gott. Na, machen wir doch mal. So. Sunny ist noch super. Bewegungsmelder nehmen wir mit. Dots und Buch nehmen wir mit. Die Geisterbox. Ich habe schon wieder vergessen, neu zu starten, Alter. Ich bin so trash. Das ist ganz schrecklich. Aber der Hantu hätte ja nur einen Orb gehabt, ne? Oder hat der Hantu die Geisterbox? Der hätte nur den Orb gehabt, ja, genau. Alter, was geht denn mit dir?
kommst jetzt irgendwie geil vor oder so. Ja, da muss ich ja ernst sein. Okay, pass auf, hier. Schreibe ins Buch, ja? Ja, Foto! Wie hab ich das gemacht? Hier. Foto! Kann ich noch eins? Ich weiß nicht. Der kann 6 Fotos oder was? Schreibe ins Buch. Bist du hier? Vorteil ist, ich habe ja hier 2. Den Handtuch. Ich habe gerade noch nachgeguckt, schon vergessen, was ich hatte. Und der Revan, die kann man beide am Hand hören. Ich muss übrigens die Tür auflassen, damit der Jura seine Ability einsetzen kann, falls es Jura ist. Ich glaube, das Buch war's. Nicht. Wie viele Bilder kann ich denn mit der scheiß Kamera hier machen? Brauche ich ja nur eine davon. So, der Bewegungsmelder, kann das sein? Ja, der leuchtet nicht mehr so übel auf. Der ist nur so kurz. Das reicht. Wahrscheinlich kann ich so viele Bilder machen, wie ich will. Ich, gib mir ein Zeichen. Zählt das Interaktion? Ja, perfekt. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Oh. Warte kurz hier. Hantu macht gerne den Breaker aus, um dass das kälter wird, weil das hier eh Heizung ist. Und deswegen macht er gerne die. Es könnte also sein, dass es ein Hantu ist. Und das finden wir jetzt raus. Er hat die Tür angetatscht. Den letzten beiden Sachen mal noch mit. Er sollte noch nicht handeln, das ist super. Wir machen das jetzt hier an. Dann sehen wir gleich, ob wir Fingerabdrücke haben oder nicht. Gut, die Flüssigkeit wird sogar simuliert, je nachdem wie ich mich drehe, das ist egal. Und wir haben sie, die Fingerabdrücke. Es ist also ein Handtuch. Eindeutig sogar, ohne Diskussion. Sehr schön. Dem Geist während einer Jagd entkommen, das ist, bestimmt lustig. Lass mal gucken. Knochen habe ich, Bilder habe ich. Gut, ich habe ein paar verschossen. Das soll jetzt aber erstmal egal sein. Man probiert ja auch einfach viel rum. Aber wir haben das Board, oder? Gib mir ein Zeichen. Oh, wir können damit aber mal einen Test machen. Wie alt bist du? Bye. Auf Wiedersehen. Das Hiding-Spot da drin ist scheiße, ey.
Aber wir haben ja hier noch einen. Das geht schon. Na gut, komm, Sekt oder Selters. Verstecken spielen. Handtuch, Idiot, das ist eine dumme Idee. Man hört die Schritte kaum, ne? Ist euch das aufgefallen? Also viele Soundeffekte sind echt noch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ist vielleicht eine Gewohnheitssache, keine Ahnung, aber ich finde es auch nicht ideal. Ich habe mich jetzt echt nicht getraut, weil das Problem ist, das ist ein Handtuch, der ist schnell. Weißt du, da habe ich auch nicht dran gedacht. So. Wir sichern lieber unser Leben, nehmen die Belohnung für den Handtuch mit, weil das ist nämlich höher als die Belohnung fürs Entkommen. Beziehungsweise, wenn wir es nicht schaffen würden, hätten wir es ja nicht geschafft. Und dann wären wir tot. Und deswegen, naja. Ist alles okay. $960 finde ich klasse. Wir sind Level 8. Können wir jetzt Sachen kaufen? Ah, ein Kruzifuzzi! Yeah! Kruzifuzzi, Kruzi, Kruzifuzzi. Komm, wir kaufen ein paar, das ist scheißegal. Den nehmen wir auch mal mit, das Parabolmikro, das interessiert mich nämlich. Käufen wir mal. So, jetzt muss ich das nur irgendwie... Ja, füg einfach alles zu, scheißegal, es funktioniert erstmal. Ja, mal Richview, komm, ist so geil. Das Lustige ist, ich habe mir vorhin hier einen Brillenputztuch hingelegt, um mir die Brille zu putzen. Das habe ich natürlich erfolgreich bisher nicht getan, weil ich so super gut bin. Ich habe jetzt 4 Taschenlampen, weil ich es kann. Ich muss da nochmal in Ruhe gucken, wie das mit dem Shop funktioniert, weil das ist, es ist ätzend, ey. Das Kruzifix kann ich nur einmal benutzen, da wir schon einen recht kleinen Radius haben, so denke ich mal. Das Das ist nämlich genau das, was das Parabolmikrofon jetzt macht. Das ist ein sehr günstiges hier, tatsächlich. Aber ich mag die Spiegelung da drin. Wir probieren das gleich drin mal aus. Wir nehmen erstmal EMF-Gerät mit. Weil, im Gegensatz zu dem alten Parabolmikrofon ist es so, dass es jetzt die Geräusche um uns herum dimmt. Und dafür hören wir aber wirklich das, was aufgenommen wird. Angeblich. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Man hat Kopfhörer drin. Das ist schon richtig. Cool, ein Hiding-Spot hier hinten. Klasse. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Weil hier ist ein Hiding-Spot wahrscheinlich. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Noch ein Heiligspot hier unten, das ist richtig gut. Okay, pass auf, mal folgendes. Hübsche Autoschlüssel, das ist mein Auto. Wir holen uns mal eben eine Kamera, damit ich das Ding da unten fotografieren kann.
Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe nämlich noch keine Idee, wo es ist. Aber ist egal. Wir sind ja noch lange nicht überall gewesen, ne? Wir waren ja jetzt erstmal nur. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt hat, ist tatsächlich das Mikro. Die Frage ist, wo hat er das jetzt aufgeschnappt gerade? Egal, wir gehen jetzt mal das Bild machen. Ich fand das übrigens früher cooler. Früher war das so, dass man diese die Cursed Objects überall finden konnte. In jedem Raum konnte das irgendwie sein und so. Das fand ich viel cooler als diese festen Spawn-Punkte. Weil manchmal hast du es dann vielleicht auch gehabt, dann hast du. Ja, hier hinten könnte es sein, tatsächlich. Ah, oder doch nicht? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen, bist du da? Mittlerweile ist es halt so, dass du immer die festen Punkte abläufst, dann ist es das halt. Auf den großen Maps kann ich es verstehen, dass es ätzend ist zu suchen. Gerade ist HD Venus oder so. Aber ich muss sagen, in den kleinen Häusern war das irgendwie cooler. Ah, jetzt ja. War ich das schon? Gibt es dann auch Fingerabdrücke? Zum Beispiel. Ja, sind auch welche. Guck mal an. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer. Ist ja vorher ein anderer. Das zählt dann auf einmal nicht, okay. Nicht. Das ist echt Mobbing, oder? Na gut, Fotos sind jeweils zu Ende, so oder so. Ich sag mal, ich muss kein Geisterfoto machen. Na, zum Glück nicht. So. Bist du hier drin? Ja, ich habe begriffen, dass du die Tür gerne antatscht. Das ist deine Lieblingstür. Ich verstehe es ja. Ich könnte die auch mal eintragen. So, aber jetzt lass uns doch mal kurz warten, ob wir hier unter Null kommen, ja? Nee, tun wir nicht. Gib mir ein Zeichen, bist du hier? Na gut. Dann hier. Schreibe was ins Buch. In mein College-Ringbuch, was ich gerade extra für dich gekauft habe bei Teddy für 1 Euro. In so kleinen Räumen kann ich das. Poltergeist, Dämon oder Mai Ling? Ich glaube fast, du bist ein Poltergeist, weil du hier so viel interagieren willst. Das wäre dann nicht Dots, nicht EMF, auch nicht Orb, sondern Geisterbox. Könnte guter Poltergeist sein. Ja, ist ja gut. Pass auf, ich hab's begriffen. Ich hol mal eben. Gucken wir doch mal eben, ob es guter alte Poltergeist ist. Wir können natürlich auch im Notfall hingehen und einfach 1000 Sachen reinwerfen und gucken, ob es funktioniert, aber die Spracherkennung hat ja vorhin mit dem Board perfekt funktioniert. Das heißt, es muss auch mit der. Das muss auch hier okay sein, tatsächlich. Außerdem, da müssen wir nur noch EMF binden, unseren Kram. Okay, das schafft man schon. Er toucht ja ohne ihn an. Gib mir ein Zeichen.
Danke. Bist du hier? Ich hier. Wie geht es dir? Bist du nett? Ich bin killing. Wie alt bist du? Elderly Ray. Wie alt bist du? Elderly. Wo bist du? An elderly. Na gut, es funktioniert, es ist Poltergeist, das wissen wir schon mal. So, sehr schön. Ein Geister-Event sollen wir haben. Na, das ist ja natürlich schwierig, das zu triggern. Oder Jagd entkommen. Das ist ein Hiding-Spot tatsächlich, das könnte man versuchen. Hier ist aber ein richtiger Hiding-Spot, das wäre sogar ideal. Wir holen mal ein Kruzifix. Wir haben noch Kruzifixe. Da können wir uns wenigstens ein bisschen mit vorwarnen und nicht stehen hier einfach plötzlich vor dem Berg. Den Knochen muss ich noch holen. Keine Ahnung, wo der ist. Oben wahrscheinlich. Kruzifixe nehmen wir mit. Sehr schön. Fotos sind voll, das heißt, das können wir vergessen. Ja. Bin mal gespannt, ob der Radius einfach kleiner ist. Aber ich glaube, das kann dann nur einmal benutzt werden hier. Ja, der Radius ist genauso wie normal. Alles klar. Legen wir eins hier hin. Das zweite legen wir hier hin. Nee, obwohl lieber hier hin. Damit wir hier so ein bisschen geschützt sind vor... Hier ist gut. Weil wenn er von da kommt, kann ich mich immer noch hier verstecken. Kein Problem. Das funktioniert valide. Aber wenn... Der Geist muss mir halt folgen. Das heißt, er muss mich einmal sehen. Dann muss ich weg und sofort in Deckung, um den Hand zu entkommen. So, was wir jetzt machen können, ist einmal nach oben gehen und den Knochen suchen. Den Liebesknochen. So. Da ist er, der Liebesknochen. Direkt mit hier, mit Noppen. Viele mögen das ja. So. Obwohl, es gibt nicht nur Noppen, es gibt ja auch so Gewellt. Gibt's ja auch. Hier so mit so Hückeln. Nicht Hückeln, doch, so Wellenmuster, ne? So gibt's auch. Ich weiß aber nicht, wie sich das nennt. Aber gibt's halt auch. So. Wunderprächtig. Yeah, Freunde. Kann ich denn mal so mein Heilungsbot markieren? Ich will es sehen, wohin. Ja, das geht doch schon mal. Dann gehe ich einmal nochmal raus. Er toucht einfach alles an. Das ist so ein Poltergeist, wie er im Buche steht. Wir gucken uns mal kurz die Sanity an. Je nachdem baue ich ihm vielleicht tatsächlich mal kurz den Test. Wir haben eh noch Zeit, glaube ich. Okay, wir kommen jetzt in Hunting Range. Wir können nicht alles machen. Geister-Event, ja, muss mal gucken, was ein Geister-Event macht, der Knacksack. Wirft er hier Sachen um, Alter, der ist gestört. Oh, hier dann. Die Kerze kann man nicht mehr verschieben, genau. Hast du den Raum gewechselt? Na komm. Mir juckt es am Kopf. Ich habe Angst, wenn ich mich jucke dann oder so, dass sie angreifen. Michelle Wright, komm und hol mich. Obwohl, was ist? Ich schütze über meinen Heiligen Spot.
wird eh knapp genug. Alter, der ist überall. Ich kann aber mir den hinteren Hiding Spot hier holen. Warte mal, das kann ich doch machen. Das ist eine bessere Idee, glaube ich. Ich lock den einfach in die andere Richtung. Eigentlich brauche ich nur hier hinten. Man hat richtig gehört, wie der mit allem Scheiß hier interagiert. Hab's geschafft. Also Poltergeist ist auch durch den Hand bewiesen, sozusagen. Und was ja auch geil ist, du siehst das hier, es zählt aber nicht. Also das müssen sie sich noch irgendwie, da müssen sie irgendwie noch ran. Also das ist nicht in Ordnung. Es ist halt irgendwie unglaubwürdig, dass es nicht zählt, wenn man es drauf sieht. Ne? Also wenn man jetzt sagen würde, man sieht es nicht, okay, dann kann ich es nachvollziehen, aber so. Schön hochleveln. Salz! Endlich können wir Salz kaufen. Wir können endlich in einen Supermarkt gehen und uns einfach Salz kaufen. Das durften wir vorher halt nicht. Sau gut.